So, herzlich willkommen zum neuen Spiel. Den Anfang hier, den kennen wir schon und genau, das sieht irgendwie alles bekannt aus, weil wir starten in eine neue Mission, Metal Gear Solid auf Wish bestellt. Der dritte Teil in dem Fall und wir sind wieder unterwegs mit einem Helikopter, diesmal auf Altes. Wir werden bei der Landezone herausgelassen und müssen uns durchschlagen zum Informanten, markiert mit A. Das Ganze ist so aufgebaut, wir sind jetzt ein bisschen in der Zukunft gelandet, zwischen 2006, Metal Gear Solid 1 und 2. Der Wissenschaftler Otacon wurde von den Russen entführt und wurde gezwungen, Metal Gears zu bauen für die Russen. Und unser Auftrag ist es, Otacon zu retten und die Metal Gears zu zerstören. Dazu, wie das halt in Metal Gear so üblich ist, werden wir uns Waffen vor Ort besorgen. Und dann gilt es erstmal herauszufinden, wie wir den überhaupt zerstören können. Das ist wohl nämlich diesmal gar nicht so einfach. So, mal schauen, ob das jetzt auch so eine spektakuläre Landung wird wie beim letzten Mal. Der hing links mal langsam. Ich bin beim letzten Mal auf der Erde geklatscht. Du kannst auch heute auf die Erde klatschen, wenn du möchtest. Da hat einer kein Nachtgerät bekommen. Es gibt einen Knopf, der dich auf die Erde klatschen lässt. Nein. Nee, das würde ich überleben. Was war? Achso, das war der Leuchtturm. Ich dachte schon, wir sind schon explodiert. Klassiker! Machst du denn unter dem Helikopter? Ja, weiß ich nicht. Ja. Also ich habe nichts gedrückt. So wie es mir aufgetragen wurde. Zwei Magazine, ist ja nix. Maxi, wieso hast du hier keine M4 aus dem Hubschrauber genommen? Ja, nee, wieso? M16 habe ich mit 12 Magazinen, aber die Pistole. Deshalb habe ich die M4 drin gelassen. Strange. Was haben wir denn hier? Nachtsichtgeräte? Hat die irgendeiner eine Gasmaske aufgehabt oder habe ich mich verguckt? Nö, keine Gasmasken. Aber eine Sonnenbrille habe ich auf. Krank. Haben wir sonst noch was dabei? Tabspaten. Oh, das sind nur 20 Schussmagazine. Ah, okay. Soflammen haben wir dabei. Machen wir jetzt eine Truppe groß oder zwei kleine? Ja, wir sind eine große Truppe, genau. Was ist mit Funk? Seid ihr alle in Hörreichweite oder? Kommt mal ruhig ein bisschen näher, damit ihr auch wirklich alles versteht. So, Funk. Wir sind schon auf der 40 und bleiben auf der 40. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir Buddy-Teams. Bleiben aber in einer großen Gruppe. So wie es mir gerade... Achso, die Sunnies waren jetzt Bock und... Heimdall, richtig? Heimdall. Okay. Dann machen wir Maximilian und Bock in Rot. Da muss das sein. Okay, das war schon mal ein Volltreffer. Wankerle und Kroko in Grün. War das jetzt ein Gestöhne von Kroko? Nein, es war ein allen ausgerechnet, der Typ. Okay. Spring ich da durch, Maximilian. Chris und Heimdall in Blau. Watch and learn, kiddo. Und Enrico und Erstgang in Gelb. Weil das eine gute Idee war, uns beide zusammen zu tun. Ja. So. Maxi, wir können bestimmt auch tauschen. Grün wird immer vorgehen. Dann Rot, dann Blau, dann Gelb. Und ich reihe mich entweder ganz hinten oder irgendwo dazwischen ein. Ich bleib bei den Farben oder spreche euch mit Namen an. Ansonsten kommen wir zur Planung. Du hast gesagt, da sind Autos. Wo sind Autos?
Das sieht so aus, ich weiß nicht, was es genau ist. Am Leuchtturm steht was. Ja, da stehen Fahrzeuge. Ah, Motorräder mit Beiwagen, so wie es sich gehört, okay. Die stehen hier Richtung Nordwesten oder Norden und wir... Also ich würde am liebsten am Strand langfahren, so richtig schön. Einmal komplett hier am Strand. Alle Straßen ignorieren und erst wenn da irgendwann am Strand ein Feind auftaucht, dann machen wir den natürlich weg. Ansonsten ignorieren wir alles, was da ansonsten steht. Klippe? Wie bitte? Ist das hier nicht eine Klippe? Ja, wir müssen ja jetzt nicht über die Klippe fahren. Wir können ja da so fahren, wie wir fahren können. Das wird schon funktionieren, irgendwie werden wir schon sehen. Genau, einfach da lang fahren, wo ihr fahren könnt. Und zwar so weit wie möglich am Strand entlang und beim Flugfeld aufpassen. Da könnt ihr natürlich ein bisschen mehr stehen. Und wenn ihr irgendwas seht, dann einfach durchfunken und dann halten wir an und gucken uns das erstmal an. So, dann entsprechend den Buddy-Teams aufsitzen. Na dann, ich gehe erst am Anfang raus. Nee, warte, ich fahr. Du kannst dich gemütlich reinsitzen und Sachen machen. Ach, ich muss halt fahren. Setz ich mich mal rein. Willst du leben? So, jetzt hin. Dann fahr du. So, wir müssen hier hart rechts und dann können wir direkt in den Strand. Ach, er will gefahren werden. Welches, ja, habt ihr vergessen, dass ich gesagt habe, dass es noch Equipment gibt, oder? Haben wir nicht gesagt, du stellst das Equipment beim Informanten hin? Nee, hier ist ja, das Equipment. Gesagt. Ja, also hier gibt's noch Sandy-Kisten und so weiter, also rüstet euch nochmal aus. Hast du hier Arsenal gemacht, oder was? Ja, er hat ein Arsenal gemacht. Komm ich nicht ran, oder? Oben, über der Kiste ist der Punkt. Ah, die Feinde haben wahrscheinlich AK-74, richtig? Möglich. Schalldämpfer haben wir auch, also gut, dann nehmen wir doch lieber eine AK. Doch, da ist ja auch nicht drin, dann merkst du, wie geil. Du musst ans Arsenal gehen, nicht an die ans Inventar. Hab ich. Oh Gott, welches von diesen PSO-Visieren ist jetzt das Beste? Bist du aus? Ich glaube, achtfache Vergrößerung will ich auf jeden Fall nicht, also muss es ein PSO 1 sein. Du nimmst einen Leopold, der geht auch ganz gut. Ein Leopold? Ja. Aber nicht Leopold auch eine AK. Ich habe eine AK, falls du das nicht. Ach, so, hast schon umgeballt alles. Ja, aber wenn ich eine Picatinny-Schiene habe, geht alles. Ich will ja keine Picatinny-Schiene. Bannerei. Kann ich mit leben. Wieso ist die Risiko 82 drin? Keine Raketenwerfer, schade. Na komm, ich bleib bei der M16. Mach ich auch genug Magazine, das ist die Frage. Lol. Ich hab das extra gespeichert. Warte mal, ich komm gleich wieder. Okay. Kein Magazin dabei. Wahrscheinlich, weil ich alles noch voller M16 Magazine habe oder was? Nee. Das Visier? Vierfach, ja. Was sagt denn der Laser? Nur Laser. Einem da mit dem Scharfschützenvisier drauf. Ja, ich such grad noch. Wahrscheinlich ist das gar nicht mal so duft, die AK zu nehmen, weil da hat auch Feindmunition. Richtig. Ja, wenn es soweit ist, kann ich immer noch die Waffe wechseln. Das ist aber kein Visier unter Umständen. Ich bin hier nicht, um zu töten.
Ich bin hier, um zu lenken. Das braucht man nicht. So, was haben wir gesagt? Ich wollte einen anderen Laser nehmen. LLM. Das soll da raufpassen. Okay. Aber warum kann ich keine Munition mitnehmen? Kann doch nicht sein, dass hier so wenig Platz ist. Bei mir auch, ich kann irgendwie nichts in den Rucksack legen. Naja, ich habe einen Rucksack, das geht. Ich habe schon länger nicht mehr angetreten. Na, ah, Fuß auch hier drauf. Ah. Ja, gut, das sollte eigentlich ausreichen. Ah. Heimdall! Ach, gut, das reicht jetzt. Ja. Hier ist der Rückspiegel falsch gedreht. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Der Rückspiegel steht auf der Seite. Das Spiegelbild steht auf der Seite. Können die alle jetzt losfahren? Weil die stehen eh in einer Reihe. Verkehrte Welt. Wo bist du gespawnt, Maxi? Oh, in einem Beiwagen. Da waren eingreifen wieder unser Motorrad hier. Ah, Leute, macht hin jetzt. So viel Auswahl war da nun auch nicht. Ich will aber das richtige Motorrad. Ich muss global markieren, sonst sehe ich es nicht. Okay, warte, ich mache einmal Punkte. Kanon. Da ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau, aber da bin ich gespawnt. In dem Punkt. Ah, ja, ja, da hatte ich mal was stehen, ja. Das ist gut, passt schon. Ja, war wieder ein toller Schwung in der Linie drin. Warum wo ist denn? Gucken, ob das zu Problemen führt. Ach, jetzt schau den Fahrer mit drauf. Guck bei ihm. Sagst du, wir sollen am Strand entlangfahren, mal aber die Linie übers Land. Dann macht man hier Marschreihenfolge, so langsam aber sicher. Ja, Maximilian kommt halt wieder nicht zu Potte da hinten. Ja, ich bin jetzt da. Da ist er. Ja, wo bist du? Da. Hier. Ah, ja. Er fährt bei mir drauf. Auf geht's. Oh Gott! Dachte, wir sind die Zweiten, oder? Ja. Zwei. Ja, da bin ich die Ersten. Ach toll, ich hab den mit dir genommen, dass ich nach dem Weg bin. Egal. Egal. Kann es jetzt losgehen? Grün marschbereit. Ja, wir sind alle marschbereit. Los geht's. Also, auch jetzt wohl hat's genommen. Na los, Gabe. Los! Ich hab Angst, dass ich irgendwann umkipp. Wenn das Ding umkippt, kannst du es auch wieder hinstellen. Also wenn du nicht gleich Schub gibst, dann musst du Angst haben, dass wir hier hinten drauf fahren. Oh Gott, ist das irre. Wenn wir als Beifahrer drin sitzt, gucken wir auf die Feuerreifen. Genau, auf den Feuerreifen.
Ist das nicht die tollste Offroad-Route ever? Nee. Da habe ich in meinem KSK-Mission noch bessere Routen gefunden. Oh Gott, Steine! Licht, Richtung Südwesten. Jetzt sehe ich nicht mehr. Ah, Hilfe! Ah, Maximilian hat die Ruhe weg. Rot ist geflippt. Danke dafür, Grün. MG-Schieb Richtung 237. 700 Meter entfernt. Auf Höhe des Flugfelds. Am Strand Richtung West steht was und schießt. Absitzen und bekämpfen. Haben wir denn 500 oder was? Schütze bekämpft. Fahrer abgesessen, Fahrer bekämpft. Ja, Jeep ist komplett bekämpft. Dahinter Richtung West-Südwest steht noch einer. Der scheint auch mit dem Licht zum Strand raus. Ja, Grün hat erkannt. Da müssen wir aber noch mal ein Stück weiter ranfahren. Euer Moped müsst ihr wieder hinstellen, das geht aber, ne? Wir nehmen den UAZ dann. Kika, was ist der Plan? Wie lange willst du ran? Direkt hinter Hanks und dann ran, oder? Das kannst du nach eigenen Ermessen machen. Ja, Vorschlag, wir lassen hier welche zur Sicherung. Ich fahre so nah wie möglich ran, wenn es jetzt in Bewegung sitzt, dass sie von hinten wirken können. Ich bin ja jetzt ganz hinten, also halt einfach dann an, wenn du jemanden positionieren willst. Umgekippt. Ich wollte gerade sagen, sitz doch lieber auf, das geht schneller. Die 5 Meter da noch. Überfahre mich nicht. Dann bleibt doch nicht einfach stehen. Ich brauche hier ein bisschen Action. Grün fährt. Also ich kann von hier aus den UAZ nicht sehen. Oh Gott! Fahr noch langsamer! Links großer Sichtbereich auf Flugplatz. Sitzen hier ab. Also ich bin ganz hinten und hab den Schützen in Sicht. Verflucht, sei es für Konrad. Ja, wir sind 15 Meter vor dem Fahrzeug, können ebenfalls wirken und bekämpfen. Also ich, Absicherung drauf, bekämpft ihr den mal für den Fall, dass jetzt irgendwas passiert, bin ich drauf. Schütze ist bekämpft. Fahrzeug bewegt sich, Fahrer noch aktiv. So, ihr Roten, kommt er jetzt an, weil er kein Fahrzeug habt? Der hat die Dinger zugesperrt. Ja, wo ist der andere Rote? Der holt das Bike. Ich renn zurück zum Motorrad. Das Fahrzeug ist ausgewichen auf Flugfeld. Ich sehe auch, auf dem Flugzeug steht eine C-130 und jede Menge Infanteriepatrouillen. Also entweder hat irgendeiner von denen kein Schalldämpfer. Stehen bereits unter Beschuss. Okay, du wartest jetzt auf Bock, ja? Ja. Gut, dann fahr ich weiter. Frage, führen wir den Feuerkampf oder rücken wir weiter vor? Also wir führen keinen Feuerkampf mit dem Flugfeld. Ja, verstanden. Sitzt auf und setzen weiter fort.
So viel zu nicht entdeckt werden. Ja, der Feind ist Richtung Süden, direkt im Nahbereich, den bekämpfen wir noch. Ja, genau. Ja, Grüner können schon mal Marschweg voraus. Kick am Boden. Ja, Maurermatze, genau, ja, derselbe Spruch. Und danke, Konrad, für das Abo. Und oh, ich bin schon wieder wach. Ich darf noch weitermachen. Ach, ein Kopfschuss, ja, dann ist klar. Okay, wir müssen da weiter direkt unten am Strand, sonst sind wir direkt am Flugfeld. Setz mal 15. Den Rally Point, wie sicher ist sicher. Wenn ihr den im Nahbereich bekämpft habt, ich bin gleich wieder fit und ihr könnt euch schon mal bereit machen, weiter vorzurücken. Ja, Feinde bekämpft. So, ich bin wieder grün, kann weitergehen. Chris, wo bist du? Chris, Meldung. Chris steht hier vorne an dem Stein. Genau. Ja, du sollst aufsitzen bei deinem Mann. Fahrt hinter die Kuppe am Strand weiter. Bildschirm auch nicht so wackeln würde. Ja, genau, heb erstmal ab. Das Ding zieht auch immer nach links und rechts. Also kommt vielleicht nicht so rüber, aber es ist eigentlich ziemlich schwer zu fahren. Ich meine, das Gute ist, man kann nicht umkippen, aber... also nicht so leicht. Wir stehen 50 Meter vor Alpha. Dann direkt ran. Wärmebildkammer oder was? Wärmebild, die sie ja, wenn wir es haben. Das ist Infanterie. Das ist die mit Speere. Na, zum Glück wollen wir nicht über die Straße, also sind uns Straßensperren auch egal. Rechts von der Sperre ist Infanterie und davor ist ein UAZ. Gut, wir gehen ran ans Haus. Grün, rot, blau, dann gelb.
dem Jeep. Jeep ist dann okay, ja. Kontakt ist drauf. Groß. Jetzt erzähl mir nicht, ihr hört die Fahrzeuge nicht, die rum weggekommen. MG Jeeps bekämpft. Da liegt hier, da schläft hier. Chris schläft hier. Chris am Boden. Der ist nicht abgesperrt, Bock. Ich bin beim Kontaktmann in der Kirche und geh erstmal rein. Ich hab den UAZ. Hallo? Guten Abend. Ja. Seid ihr die Einsatztruppe von Foxhound? Genau so ist es. Perfekt. Ich bin Grey Lynx. Ich habe ein paar Sachen, die ich euch mitteilen kann, wo wir vermuten zum Beispiel, dass sie Otacon festhalten und tatsächlich konnten wir auch schon ein bisschen was aufklären, womit wir dem Metal Gear schaden könnten. Hast du eine Karte von ja. der Insel? Perfekt. Dann muss ich dir das so eins, muss ich das hier so, dir so zeigen. Also, es gibt in der Nähe von Molos gibt's so ein Solarkraftwerk. Das müsstet ihr zerstören, das wird nämlich benutzt, um den Metal Gear immer wieder aufzuladen. Es gibt einen. Warte, muss ich jetzt suchen, wo das genau ist. Es gibt bei. Ich muss erst mal überlegen, wo hier bei Molos das Solarkraftwerk ist. Es ist nicht vermerkt auf der Karte, sondern es ist tatsächlich nur. Es ist südlich von Molos, nicht bei Molos. Es ist bei Gatolina. Gatolia, genau. Gatolia, genau. Mhm. Da gibt es eine Solarkraftwerk, das müsste zerstört werden. Dafür hatten wir tatsächlich auch schon Sprengmittel in Gatolia versteckt. Allerdings wurde das wahrscheinlich aufgeklärt, dieses Versteck. Deshalb vermuten wir dort auch Patrouillen. Genau, bei das Solarkraftwerk bei Gatolia müsstet ihr quasi den Tank am Dach dieses Turms sprengen. Genau, also zuerst holt ihr euch die Sprengmittel aus Gatolia, dann sprengt ihr dort den Turm. Also ich markiere das mal für euch. Und dann. Genau, und ja, das Kraftwerk. Genau, selbiges gilt auch für das andere Kraftwerk. Das ist dann südlich von Sofia. Dort müsstet ihr die Umspann ist, also die Transformatoren quasi sprengen. Auch wichtig. Und dann haben wir noch aufgeklärt, dass in der Militärbasis über Sofia da wurden Raketenwerfer hingeliefert. Wenn ihr die euch schnappen könntet, wäre das super. Da sollten auch ein paar Lenkwaffen dabei sein. Vielleicht sind die hilfreich für euch. Hier. Also. Werfer. Und wir vermuten, dass der Wissenschaftler festgehalten wird hier in dieser Ferienanlage. Ich markiere das mal, Wissenschaftler. So, das sind alle Informationen, die ich zum aktuellen Zeitpunkt für euch habe. Wenn sich irgendwas ändert, werde ich mich über Funk bei euch melden. Okay.
Alles soweit verstanden. Super. Auch Markierungen erkannt. Ja. Perfekt. Gut, dann ja, wünsche ich euch viel Erfolg und wenn es irgendwas gibt, meldet euch einfach per Funk. Ich bin erreichbar. Okay. Wir haben hier noch Waffen, ne? Leute, kommt mal rein, wenn ihr noch Waffen braucht. Ach, tatsächlich? Ja, sind aber nur, sind nur ein paar alte Farmers. Und, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da was drin ist. Das sind aber Leute, ein paar Mark 23 Magazine. Ihr könnt auf die Farmers kein Visier drauf machen. Also, wenn ihr ein Visier wollt, dann müsst ihr die Waffe nehmen, die ihr jetzt sollt. Ich weiß nicht, viel schlimmer ist, dass dann irgendwann die Munition ausgehen wird. Aber ich, eine Farmers hat er eingepackt. Die Frage ist, ob die AK in den Rucksack reinpasst. Nicht in den Funk-Rucksack. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss bei der AK bleiben. Ich werde viel Munition brauchen. Konrad, hast du noch andere Level 2 Helme? Weil hier Chris hat Probleme mit Werbung bei dem Helm. Ach Gott, ja, warte. Ja, wie immer. Ja, aber ich letztes Mal hast du dich über den Helm nicht beschwert, sondern über die Tasche. Ja, siehst du? Jetzt sind wir aber nicht mit einer Tasche unterwegs. Ich hab gar keine Ahnung, was Level 2 Helme sind. Ja. Ich glaub, der Pressehelm ist Level 2. Aber ich lade nicht den Pressehelm durchgegen. Kannst du bei uns mitfahren, Kicker? Kannst du mit uns? Kommt ihr hier mit rein? Wir müssen gleich mal einen Plan machen. Ah, ich hab jetzt, schmeiß jetzt einen Helm rein, den glaube ich, dass er ja, funktionieren sollte. Der hält eh nicht lang. Ja. Hey, hier stehen bleiben, Enrico. So, fünf Helme sind drin, Chris. Ja, mach ich immer so. Kiste? Ja. Was mit dem Vater? Brauchen Sie irgendwie? Ignoriert den bitte, der hat keine KI. Maximilian nimmt einen Farmers. Der ist Assassin, der Typ. So sieht der aus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du einen Farmers nimmst. Das spornt mich ja fast dazu an, auch eins zu nehmen. Ja, ich weiß nicht, wie. Achso, du hast den Raketenwerfer gefunden, okay. Ich wollte nur erst herzlich. So, alle da? Er versucht dich zu retten. Wer rennt denn jetzt hier schon wieder weg? Der Pater. Enrico oder Erstgang? Erstgang ist da. Ich wollte auch einen Raketenwerfer haben. So, guck mal auf die Karte. Die haben wir schon genommen. Ja, aber die APG ist nicht. Ich würde, jetzt seid ruhig, ich würde tatsächlich erstmal runterfahren zu den Raketenwerfern, die da hoffentlich zu finden sind an der Militärbasis, damit wir da entsprechende Bewaffnung haben für den Fall, dass der Metal Gear auftauchen sollte. Wobei wir natürlich noch nicht wissen, ob das wirklich wirksam gegen den ist. Wir müssen uns Sprengstoff besorgen, der in Gartolia wahrscheinlich deponiert ist, aber Gartolia ist auf jeden Fall schon feindbesetzt. Müssen wir also aufpassen, wenn wir den holen. Und dann müssen wir das Kraftwerk sprengen, also den mehr oder weniger den großen Turm. Und weiter südlich in dem Kraftwerk die Transformatoren. Und dann ist vermutet, dass der Otacon bei der alten Hotelanlage gefangen wird. Oder gefangen gehalten wird. Und das machen wir dann zum Schluss. Ich mache jetzt nur grob die Markierung, wo wir quasi, in welcher Reihenfolge wir hingehen. Ob wir da den Weg nehmen, ist nochmal eine andere Sache. Habt ihr irgendwelche Einwände? Auf geht's. Dann machen wir das so. Ich nehme mal an, jetzt hier Bock und Maximieren nehmen Maschinengewehr UAZ. Ja, aber klar, du. Truppführer, was ich vergessen habe mitzuteilen, die Ortschaften Molos und Sophia sollten nicht betreten werden. Die sind sehr stark gesichert. Warte, ich mach die mal mit einem Kreuz durch. Sehr christlich. Okay. Wankerle, fährst wieder vor, suchst dir so ein bisschen deinen eigenen Weg, ja? Ja, ich merke hier kurz die grobe Marschroute. Ich weiß nicht, dass wir hier fast vollgedeckt ankommen. Ja, kannst du dann den alten Strich einfach löschen dann. Heute da auch schon zwei Sachen markiert. Also Innenfluss ist da die ganze Gruppe. Ja, die versuchen wir jetzt gerade zu umfahren. Gut, wir holen schon mal die Motorräder ran. Los geht's. Sie haben nur geschossen, ich meine.
hätte ich vorher töten können, bevor wir schießen. Alles klar. Ja. Sind alle da, kann losgehen. So, was war jetzt? Entweder stürzt gleich mein Spiel ab oder Metal Gear ist auf dem Weg. Um Gottes Willen, fast noch hinten rausgefahren. Was, wir sind nah an der Straßensperre? Wir sind aufmerksam. Und grün getroffen. Okay, wir können weiter, ich bin kampffähig. Wir müssen die jetzt nicht niederkämpfen, ne? Ja, wir fahren bereits weiter. Ja, ich hab schon alles getötet. Wenn du das nicht mit dem Farmhaus gemacht hast, dann zählt's nicht. Oh Gott! Augen auf die Straße. Alles gut, ich bin nur ein bisschen abgehoben. Ist da nichts los? Ich wusste, dass irgendein Spruch kommt, und dann auch noch von dir. Ich bin aus Erfahrung. Irgendjemand ist von mir abgekommen. Ja, ich mach mal langsam. Schön den Stein ausgewichen, um gegen den Baum zu fahren. Oh Gott, nicht umfallen. Also, hier erste Aufklärung auf Militärstation. Im Dunkeln sieht das schon so ein bisschen nach Wehrmachtskonvoi aus. Was für eine Show, Kicker. Was meinst du mit Show? Ganz schöne Offroad-Action. Ja. Hab ich gut gemacht, ne?
Nicht jeder schafft es dreimal gegen den gleichen Baum zu fahren. Ein LKW? Da steht ein Eagle und Jeep. Jeep? Oh Gott, das ist eine ganze Basis. Es ist ein Eagle und Jeep, der kann uns nichts. Ja, oben in dem einen Bunker könnte, Aber ansonsten sind da nur einzelne Patrouillen und sowas, ne? Ja. Ja, und im G sind in den Bunkertürmen wahrscheinlich. Ja, irgendwas Statisches da drin. Vielleicht kommt gerade in allen Bunkern. Patrouille. Ja, ich sehe zwei Bunkertürme und da ist jeweils was drin. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen über Osten ran, da haben wir dann die Straße und wir haben Büsche und so weiter als Deckung und kommen dann direkt an die Gebäude. Unten auf der Straße müsste auch was sein, was ich noch nicht. Wir stehen direkt über die Felsformation. Ja, so nach dem Motto, über Felsformation an Straße, dann an Gebäude und dann haben wir quasi die Gebäude zwischen den Bunkertürmen mit den MGs drin. Ja, wie weit wir ranfahren? Direkt an die Felsformation runter, oder? Ja, so wie wir rankommen. Also wir sind ja relativ schnell da. Wenn wir jetzt hier Richtung Süd-Südwest weiterfahren, einmal um den Baum und die Bäume rum, und dann kommen wir ja schon ran. Und dann absetzen bei Felsen. Dann können wir den Weg weiterfahren, ne? Und dann können wir, naja, bis Sofia nicht, aber bis zum Gebäude am Weg und dann direkt von Osten ran. Ja. Wo willst du absetzen? Oder direkt rein? Ja, ich sag mal so weit, wie wir kommen halt, ne? Okay. Wenn das absehbar ist, dass da Leute stehen, dann halten wir vorher an und wenn da keiner steht, dann fahren wir dich da ran. Ja, also wenn wir das Gebäude recht sehen, dann haben wir ja 50 Meter weiter schon die Typen am Hang stehen. Also spätestens da ist sowieso Schießkrieg. Komm, lass uns... warte mal, ich mach hier Dings ran. Dann setzen wir beim Gebäude ab, weil dann haben wir wenigstens Deckung. Und vom Gebäude gehen wir dann weiter. Ist nicht statisch? Noch irgendwas? Boah, links meinst du? Ja, die stehen da einfach rum, aber das ist kein... Das ist nur Infanterist. Gut, der Plan steht, wir fahren den Weg weiter und dann ans erste Gebäude, da sitzen wir ab. Was kann schief gehen? Alles kann schief gehen. Wer hat für eine Sturmfahrt? Ja. In dieser Mission ist jede Fahrt eine Sturmfahrt. Können wir vielleicht einen Rally Point setzen, bevor wir losfahren? Ja, ich mach. Wem kennt da nicht die Düsen, einfach los. Ding einfach ausbricht. Ja, Konrad, wir konnten den im Dunkeln noch nicht einsehen mit der Flagge. Sonst hätte bestimmt schon einer was gesagt. Also ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall an die nächste Hütte ran und wir kommen sogar richtig dicht ran, aber das wird ja dann nicht besser, wenn wir dann im Nahkampf gegen die ran müssen. Doch, mit die Farmer. Du mit deiner Farmer, du gehst ja auch voraus denn. Ah nee, gehst du nicht. Oder? Naja, aber fast. Na dann gibt's kurz Angriffsbefehl. Ja,
Ja, was sagt ihr? Wollt ihr von hier aus lieber erstmal Ziele bekämpfen oder wollen wir direkt an den Felsen ran und von dort aus dann alles aufmischen? Ich würde tatsächlich von hier aus schon, weil wenn, dann wird man gleich von der Ortschaft beschossen. Das ist scheiße, wenn wir nachher da vorne beschossen werden. Besser dann hier. Loco, dann warum hast du keinen Fall denn? Ich habe vergessen, einen mitzunehmen. Geh auf das Rally Point. Bei Ortschaft links ist ja Feind besetzt. Das ist ein Rally Point. Ich setz mal den Rally Point. Der ist schon gesetzt hier hinten. Achso, oh. Zu spät. Jetzt nimmst du Knoko ja. Rally Point weg. Jetzt hast du wirklich Knoko den Rally Point weg. Knoko, der ist jetzt hier bei uns. Der kann da gesetzt. Ja, ich hab ihn auch so gesetzt, dass ich Fahne nicht sehen kann. Ja, aber. Ich freue mich einfach nur. Also das ist Foxhound. Sehr gut. Gut, ich habe jetzt nochmal geguckt, ich kann hier in der Ortschaft keine Feinde sehen, obwohl die ja stark feindbesetzt ist, offensichtlich, mit jede Menge Licht. Das war offensichtlich eine Lüge. Also, dann können wir auch rangehen. Ich hab kein Visier, ich muss rangehen. Gut, also Wankerle hat der eins ist der Einzige, der gesagt hat, was er gerne machen würde. Also machen wir es auch so, wir bekämpfen von hier aus die Ziele, die wir sehen und rücken dann weiter vor. Ja, ja wie gesagt, wir können auch rangehen. Ja, dann suchen wir uns die schicke Position. Ja, ihr müsst euch nur entscheiden. Ach, weißt du was, ich entscheide für euch, wir machen erstmal hier die Feinde weg, die wir sehen. Dafür wollt ihr jetzt den UAZ nehmen, sehe ich das richtig? Besser als die Formos. Der ist ja auch überhaupt nicht laut und lockt ja auch überhaupt keine Feinde aus der Ortschaft an. Ja, aber da auf so 500 Meter Feuerkampf zu machen, ja. Ja, wir haben doch Schalldämpfer. Ja, weil die nicht. Im Westen sind jetzt zwei Mann. An diesem Durchgang. Ja, die hauen wieder ab, sonst haben wir gerade keine Kontakte, dann können wir auch direkt ran. Ja, nur von links an dem Bunkerturm sind zwei Mann, aber die gehen auch immer hin und her. Ja, und äußerst links neben der Kuppe sind jetzt auch zwei, aber hier vorderlangs haben wir keine mehr. Ja, das lohnt nicht wirklich, dann gehen wir ran. Über die Hütten, über die Felsen und so weiter ran an die an die großen Felsen Richtung West, Süd, West. Den läuft. 2-9. Letzter Mann. Gruppe geht. Wir bilden eine Linie. Von links nach rechts mit grün, rot, blau, gelb. Grün steht. Rot steht. Ja, ganz gut. Gelb steht. Blau steht.
Rot sehe ich jetzt noch nicht auf meinem Radar. Die sind ganz außen links. Ne, wir stehen, nur keine Sorge. Blau steht. Mehr Durchgang irgendwo? Was? Okay, Rot macht sein eigenes Ding. Dann Richtung West, Marsch. Ist Feuer frei? Auf erkannten Feind Feuer frei. Einschüsse bekämpft links bei Containerturm. Ja, 5 Mann drauf hier halten. Ja. Gegner, wir müssen rechts rum rein, ich habe hier links keinen Durchlass. Ah. Ja, verstanden. Ja, bei Rot weiter links, Containerturm ist auch ein Durchlass. Dann gehen wir lieber über links, damit wir nicht von den MG-Türmen gesehen werden. Gelb und Blau erstmal ran an den Zaun und Sicherung stellen. Blau und Gelb abrücken, Sicht müsste schlecht sein, links ist Feuergefecht. Die ist umgesetzt. Posttreffer. Los. Ja, du sahst eine rechte Deckung getroffen. Brauchst du Hilfe, Kroko? Ja, ich hab einen Posttreffer. Ja. Heimberg kümmert sich. Ja. Der Krieg geht auf. Das war der Feind. Enrico am Boden, ich hab ihn. Hinten scharf sitzt das West, glaube ich. Sicherung West steht. Ne, das kommt aus Osten. Beschuss Ostweit. Aus der Ortschaft. Also in der Ortschaft explodiert irgendwas an einem Haus, aber ich sehe nicht was. Bock, wo bist du? Bock, wo bist du? Ich komme jetzt zum Radar. Da sind T-34 in der Ortschaft. T-34 hat auch schon Sicht auf mich genommen. Ja, ich brauche hier noch mindestens 2 Mann links für den ganzen Bunkerstellungsbereich. Auf jeden Fall alle rein in den Compound, damit ihr euch dem Feuer vom T-34 entzieht. Muss man erstmal zumachen. Geh weiter. Ich kann mit über links gehen für den Bunker, wenn es sein muss. Da läuft rechts einer 259. Grün folgt rot. SPG 9 schiebt bei mir. Also unbesetzt, wer besetzt? Von West oder Süd? Wahrscheinlich Infanterie, ich wurde getroffen. MG frei. Weiß,
Rechts vom Zelt bekämpft. Ich hoffe, irgendein eigener fährt mit dem Uhrzeit rum. Das sieht nicht so aus. Uhrzeit nördlich ist weggefahren. Und wir bekommen von dem Sendemast Richtung Ost Beschuss als Infanterie. Ja, das war der Igler Uhrzeit, ist bekämpft. Aber ich bekomme noch Beschuss aus Norden. Zufahrt aus Südostortschaft. Mal den T34 warum markieren. Warum stirbt der nicht? Okay, ich bin in einem Kord MG. Oben am Turm. In Kürze Jeep aus Richtung Ost. Wo ist denn der T34? Der T34 ist mitten in der Ortschaft und fährt da rum. Und ein feindlicher Jeep Richtung Nordost ist gegen ein Gebäude gefahren und abgesessen. Geht jetzt am Eingang? Achtung, ich bin jetzt hier in den Bunkeranlagen drin. Enrico am Boden. Ich komme von Norden durch die Bunkeranlage. Wo ist Enrico? Der hatte sich zuletzt versorgt. Ostseite. Ja, Ostseite ist auch noch der Jeep, der gerade gewirkt hat. Der ist wieder hinterhang. Maximilian, den T34, wenn er da rumfährt, müsstest du es eigentlich sehen können, der war gut zu sehen. Ich brauche dann mal Unterstützung von Sunny. Ja, heim, da ist er hier. Lass uns mal reingehen. MG-Jeep im Südosten, auch mit einem Schuss bekämpft. Ach, ich bin so ein guter Schütze. Du bist eine gute Schürze. Hättest du den Schuss gesehen, das war der legendär. Also T34 und MG-Jeep sind bekämpft in Ordnung. Danke. Sehr gut. Also wenn wir erreicht haben, was wir erreichen sollen, müssen wir uns langsam hier verpieseln. Nee, wir müssen ja von hier Raketenwerfer holen, die haben wir noch nicht gefunden. Also ich hab den SPG-9 Schieb, ich weiß nicht, ob das Raketenwerfer zählt. Nee, ich glaube, es ging um Lenkraketenwerfer. Ich hab hier eine Kiste oder Kisten gefunden in dem weißen Zelt. Bestätigt, ich markiere. Da sind sie doch. RPG, oh. RPG 18. Metis. Metis hört sich gut an. Schießt um was? Was schießt er? Ich bin das. Wer nimmt die Meter? Wirke in die Ortschaft. Na, jeder, der kann. Eine hängt dabei. Bringt aber nicht noch eine zweite Granate mit. Panzerabwehr. Hier sind auch Feldpacks, also Rucksäcke drin, falls du keinen hast. Hier ist, also bei mir, ich markiere die gleich, da ist noch ein Granatwerfer-Jeep und ein, also UAZ und ein unbewaffneter. Hast du in dem Feldpack mehr drin als in dem Checking Scout Pack? Musst du mal testen, weiß ich nicht, ich hab nur einen Funkrucksack. Alles, was ihr jetzt nicht aus der Kiste nehmt, dann müssen wir die Kiste mitnehmen und in einen UAZ reinpacken. Wankerle, du hast noch nichts verloren? Aus Nord? Nein, ich hab noch nichts, ich bin noch am Kord und sicher. Ich komm grad runter.
Wo ist denn diese Kiste? Ist sie mit uns im Raum? Ist markiert mit Kiste. Also die Schützen, die da von Norden aus schießen, die sind weit weg. So, jeder, der jetzt sich schon einen Raketenwerfer genommen hat, macht schon mal sich auf den Weg zu den Fahrzeugen und macht die Fahrzeuge wieder klar. Der letzte, der sich ausrüstet, nimmt die Kiste und lädt die in den UAZ mit SPG-9. Soll ich einfach nur die Jeeps nehmen statt unseren komischen Motorrädern? Ja, hab ich doch gesagt, Jeeps. Oh ja, bei Fahrzeugen klar machen wir. Passt. So, kann ich da rausschießen, wenn ich aufsitze? Oh, warte mal, fahre ich gerade vorne, ganz vorne mit, oder? Ich glaube nicht, aber... Ja. Nee, aus dem kann ich glaube ich nicht rausschießen. Lass mal probieren. Na klar, du kannst doch mit dem falschen Aufbau. Wo kommst du? Ja, ich bin doch an Ernst krank dran. Kann ich rausschießen. Okay, jo, Kroko, komm schnell auf. Kann aber nicht nach vorne wirken. Ja, ich komme. Sondern nur zur Seite rechts. Aber wenn wir hier Platz haben, dann schmeiß ich hier noch ein, zwei Raketen rein. Ja, wir wollten ja auf jeden Fall die ganze Kiste mitnehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo reinpacken können. Der ist ja schon der letzte, oder? Der fährt dann nachher wieder vorbei. Macht sie. Ja, schon, ich hol noch schnell zwei Raketen, dann bin ich schon klar. Oh, schön. Der Gramm aber. Ja. Hast du da Reserve auch noch? Oder so. Ist das einzige Magazin? Nee, 100 Schuss. Hab ich so ungefähr. Okay. Macht ja schon mal ein bisschen Rabatz. Koko, wie kannst du rausschießen? Nur nach hinten oder? Wobei man nach hinten. Nach hinten. Offensichtlich nicht. Nach hinten und nach hinten. Wir haben ja noch den Iglatsch. Sollen wir den mitnehmen? Nach hinten. Ja, bitte. Ja, ich fahre vor. Dann der Igler kann sowieso nicht direkt wirken, den fahre ich dann alleine und dann kannst du hier ganz normal den Jeep nehmen. Ja, verstanden. Ansonsten könnte er auch noch bei uns mit drin. Naja, es geht nicht um den Platz, dass jeder irgendwie rein kann, sondern es geht darum, maximale Fahrzeuge mitzuführen. Wankerle, wo bist du? Noch hinterm Camp, ich muss erst zum Igler, der war außerhalb. Sitzt jetzt auf dem Komfort. Steht hier noch ein SPG-9 rum, oder ist das der von Maximilian? Also der im Osten ist unserer. Das ist unserer, weg hier. Gab's hier einen Trick, wie ich in die Fahrzeuge einsteigen kann? Erstmal ist er am Boden, ich hab ihn da angeschossen. Was willst du? Das Fahrzeug ist abgeschlossen. Nee, ich glaube, wenn das abgeschlossen ist, kommst du nicht rein. Ja, aber ich hab den Typen ausgeladen, aber keine Chance einzusteigen. Gut, dann lass ihn stehen, dann bleiben wir beim alten Plan. Wie gesagt, ihr könnt zurückfahren von dem Haus, wo wir hergekommen sind, da steht noch der MG-Typ. Da hat keiner vorgefahren, glaube ich. Metal Gear gesichtet Richtung Süden. Ich sehe ihn nicht. Wo bist du denn? Ist jetzt in der Ortschaft. Er dreht auf uns ein. Ja, wo ist das? Was ist der Gradzahl? Wohin denn? Der ist verdammt nochmal riesig. Wenn du den nicht siehst, dann weiß ich auch nicht, was dein Problem ist. Der hat Lichter an. Ich hab keine Nachtsicht. Der hat Lichter an?
im Umspannwerk oder willst du? Grundgütiger, mach mich doch nicht fertig. Er ist in der Ortschaft, wo hat Lichter an, der ragt über die ganze Ortschaft hinaus, das ist ein Riesenteil. Ja, wo? Ich sehe ihn nicht. Richtung 189. Du willst mir erzählen, dass du das nicht siehst. Was ist denn das? Eieieiei. Alle nach Norden abhauen. Roko, wo bist du? Ich will aufsitzen. Wir haben keinen Platz. Wo bist du vorne in dem Fahrzeug oder wo bist du gerade? Nordausgang! Was hat er gemacht? Hast du gerade schon auf ein Kissen rausgeschmissen? Rausgeschossen? Rausgeschmissen? Da lag doch ein Verletzter! Ach so, halt an! Ja, Bro, what the fuck? Kann ich doch nicht wissen, dass der Verletzter drauf sitzt. Zurück. Ist er tot? Ich dachte, ist er jetzt gestorben oder nicht? Er ist gar nicht tot. Aber nicht, weil ich ihn rausgeschmissen habe, oder? Gut, wir sind ja abmarschbereit. Sollen wir das Ding weiträumig umgehen oder wie ist es ausgegangen? Wenn der noch gelebt hätte, hätte ich ihn gar nicht rausschmeißen können. So. Ich folge dir. Ja, habe ich ja nicht gemacht. Ich bin einfach nur eingestiegen. Hinter und schießt oder so. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, wenn wir den Truppführer nur anschauen. Wir müssen mal nach Westen fahren. Ich habe eine Route eingezeichnet, ganz grob. Wir müssen die Ortschaft weiträumig umfahren, um uns in den Sprengstoff zu kommen. Ja, genau. Ich kann nur nach vorne und ein bisschen nach links wirken, ansonsten nur nach rechts. Achso, die Route hast du eingezeichnet. Ja, da musst du ein bisschen lenken jetzt. Ich hab jetzt keine eigenen. Ich hab jetzt keine eigenen getroffen. Hast du überhaupt noch genug Munition? Ja, locker. Ich hab noch irgendwie 20 HE und ich hielt wieder rum. Da vorne ist was. Ja, heb die mal lieber für den Metal Gear auf. Ja. Langsam oder schneller? Hier sind überall über Zs, das ist wie eine Call of Duty Mission. Feindschiff hier, zwischen uns ist Feindschiff! Das ist wirklich wie eine Call of Duty Mission. Mit Bewaffnung! Oh Gott! Halt mal an und lass uns mal den Jeep kaputt machen. Jeder für sich? Nein, halt an jetzt! Sagt der hier den Verletzten. Gut, wir haben weiter an den G-Jeep. Wir warten hier auf der Straße, bis das Fahrzeug kommt. Eigenem noch. Wir schießen jetzt jeden Uhr. Ist er das schon? Nee, ist ein eigener. Das ist ein eigener. Jesus Christ. Kannst gern drauf schießen. Reiß dich zusammen, Kicker. Ja. Also ich gucke, bevor ich schieße, nicht so wie manch anderer. Ja, wer hängt denn da noch bei der Militärbasis? Da kommt was. Ein Hase? Ein eigener. Traut ihr euch jetzt nicht von Norden weiterzufahren oder was? Nein, wir kommen jetzt gerade zurück, wir haben gewechselt auf den G-Jeep. Also jetzt kein feindlicher Jeep mehr unterwegs? Nee, aber bekämpft und übernommen. Gut, dann fahren wir weiter. Weiter geht's. Ja, Meldung, unser MG-Jeep ist leer. Oh Junge, ich kann nicht sehen, wenn du mir dieses Rohr ins Gesicht hältst. Das hat mir noch keiner erzählt. Ja, wie kommt das? Und überhaupt hin? Diese Linie wollen wir entlang fahren. Also wir wollen jetzt das Sprengstoff holen aus der Ortschaft, damit wir den Metal Gear den Saft abdrehen können. Jetzt sind wir dann nicht in der Ortschaft fahren und wir fahren jetzt eigentlich nur an dem vorbei. Ja.
bin einer, also ich bin... Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist der sogar auch vor uns. Ey, der muss eigentlich hier irgendwo gestanden. Der soll ja leben. Oh ja. Achtung, Feind zwischen uns. Wer zeichnet denn so eine Linie? Genau da, wo die Feinde sind. Oh. Der war doch hier. Da schießt schon wieder was. Fahrzeug vor uns. Das war nur ein LKW. Oh lol. Ein LKW ist kein Fahrzeug? Der war ja kein Feindfahrzeug. Ist da welche Tür? Nee, das ist ein Baum. Vor uns ist was? Die kriege ich. Ich nicht. Du hast auch keinen gekriegt. Kein Mörder. Oh Gott! Oh geil. Das alle verletzt. Oh nein. Ich wüsste nicht wie. Haben wir hier was drin oder? Wir haben Werkzeugkasten. Dann fahr ich jetzt hier in den Graben. Also ich hab keinen Platz, um den aufzunehmen. Ich auch nicht. Scheiße. Okay, dann fahr mal weiter. Fahr erstmal weiter. Ich muss mal meine Ausrüstung umbauen. Vielleicht kriege ich es dann hin. Ich weiß gar nicht, ob wir Engineers sind. Das werden wir wohl rausfinden. Ich habe den Rucksack aufgenommen bei Pasta rein. Achso, da vorne ist übrigens schon das Kraftwerk. Ja, dann lass es hier stehen bleiben und reparieren. Ja, die sind gut. Ja, vor dem Kraftwerk müssen wir eh anhalten, ne? Ja. Gut, dann probieren wir, ob du reparieren kannst. Nee. Ich kann nur interagieren, also ich kann nur einsteigen oder Fracht. Seht ihr den Metal Gear irgendwo? Die einzelnen Sachen. Nee, ich kann Reifen entfernen. Nee, ich kann nicht reparieren. Toll, das war unser SPG 9 Schieb. Ja, der Fahrer ist schuld. Aber wir sind jetzt fast an den Sprengstoffen dran, da gehen wir jetzt eh zu Fuß weiter. Können wir nicht wieder wie letzte Mission irgendwie so eine Reparatur-Leute anfordern? Nee, anscheinend nicht. Platziere... Dreibein? Achso, die Metis kann man auch als Dreibein platzieren, oder was? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht nur ein Dreibein... Hä? Nee, ich habe eine ganz normale Metis dabei. Okay. Ja, man verliert völlig den Verstand. Ja, die Metis. Ja, wir warten noch auf die anderen, ne? Der Mann ist heiß. Sagt mir, Jungs, seid ihr da vorne vollzählig? Wir sind volljährig, ja. Ja, aber wir haben hier hinten einen Punkt auf dem Navi-Pad blauen, der liegt da einfach in der Prärie rum, wir sehen aber nichts. Dann zählt doch mal durch, ich will erst, Also rot ist hier. Grün ist vollzählig? Ja, nur gelb fehlt, Grün? Ja, wir sind beide hier. Grün ist da, dann blau. Anwesend. Und, Gabe, wie sieht's bei euch aus? Ja, wir haben den gesehen. Also auch anwesend. Es muss doch nur Klicker gewesen sein, sonst ist ja keiner möglich. Also wir sind alle da, also könnt ihr das ignorieren. So, wir sind jetzt alle hier und gehen jetzt auf die Sprengstoffe vor und sammeln die ein. Und da sind Feinde auf jeden Fall, das wissen wir ja schon. Also los. Grün, Rot, Blau, dann Gelb, dann ich. Ist gelb. Die kommen gar noch. Also sind ja doch nicht alle anwesend, wenn Gelb zwar anwesend meldet, aber ja, noch gar Enrico nicht da ist. Enrico ist gelb, Enrico hat's gefunkt und Enrico hat gesagt, Gelb ist da. Also sind die da. Der Funkspruch war ja auch nicht an dich gerichtet, sondern an Gelb, die falsche Meldungen abgegeben haben. Ich hab gesagt, hier im Hinterland liegt einer rum. Und ich hab gefragt, ob alle da sind und hab dann explizit nach Gelb gefragt. Wir sind gleich da, weil wir den Jeep von da unten vom Rallypoint noch geholt haben. Gelb, jetzt absitzen, so wie alle anderen und dann vorrücken, los. Rallypoint noch stellen? Also ich hab gehört, die Häuser sich... Ich wiederhole mich nur ungern, Gelb absitzen, hab ich gesagt. Erst einparken. Rallypoint steht. Direkt hinter dem Haus,
Patrouille. Komm gleich links raus. Ja, ist er nach rechts abgewandert? Nein, er ist tot. Was schießt denn jetzt schon wieder auf mich hier? Ach ja, kurze Aufklärungsinfo noch. Ich konnte sehen, dass der Metal Gear vorne an den Armen zwei BTR 80 oder irgendwas hat und er hat ja mit einer Minigun geschossen, also muss da irgendwo ein Minigun-Turm drauf sein. Ich brauche kurze Sandstütze, ich kann nicht mehr zielen. Nein, ich muss meinen Kopf nicht machen. Dann geht, vielleicht. Oh Gott, renn doch nicht so weit! Dann geh bekämpfen. Meldung, wenn ihr die Sprengstoffe gefunden habt. Ja, sind derzeit noch statisch, ich muss mich noch versorgen lassen. Der rennt hier vor mir. Grün geht äußerst rechts entlang. Wir stehen ja jetzt hier schon kurz vor dem Kraftwerk. Ich habe dort jetzt mindestens drei Mann entdeckt, die hier patrouillieren. Ansonsten noch nichts weiter. Sie sicher, dass die Sprengstoffe hier sind? Nee, es ist nicht sicher, weil die Ortschaft ja auch schon fremdgesetzt ist. Ah, ich habe sie gefunden. Sprengladungen und Panzer ab bei Minen und eine geballte Ladung. Nehmt alles mit, was ihr einstecken könnt. Zünder müsste ja ohne Zündvorrichtung mit Zeitzünder gehen, oder? Die Zünder sind da, das ist der M152, also der 5 Kilometer Zünder. Ich kann auch noch was mitnehmen. Ja, dann nehmen wir was mit. Stellt er sich genau in den Eingang, das war wieder so klar. Da geht du halt vor. Und Infanterie. Was hättet ihr noch gerne? Wollt noch eine geballte Ladung mit? Zünder. Geballte kann ich nicht mitnehmen, ich kann nur die normale mitnehmen, die M112. Also ich hab noch eine geballte dabei, ich bin jetzt bei 43 Kilo. Ja, Kilo habe ich weit überschritten dank der Metis, ich habe jetzt drei normale dabei, das muss dann reichen. Ich hab jetzt auch nochmal. Leute, wo seid ihr? Sollt alles aufnehmen, was geht. Brauchen wir noch Panzerabwehrminen? Da sind noch, glaube ich, zwei Zündvorrichtungen drin und jede Menge Sprengladung. Da muss man gucken, vielleicht kriege ich eine mit raus. Das war so blöd. Nee, mein Rucksack ist jetzt voll. Ich hab die Metis bei. So, ich möchte, dass Grün und Rot vorgehen auf das Kraftwerk und die einzelnen Leute ausschalten und der Rest zieht die Fahrzeuge nach. Ja, da ist ein MG-Chip Richtung 038 hinter der Mauer. Kriegst du den ausgeschaltet oder nicht? Ja, mit der Farmer nicht. Ja, du hast ja noch die anderen Leute bei dir. Grün und Rot machen das schon.
Geschütze bekämpft. Wo steht denn der Rest von euch? Weiter hinten, ihr seid zu weit vorgefahren. Deswegen habe ich ja gesagt, ihr sollt absitzen. MG ist TV. MG bekämpft. Wenn wir einen noch zu wenig für die Augen lassen. Blau, wie sieht's bei euch aus? Wir wollten jetzt die Jeeps holen. Ja, ich warte ja hier schon, das ist noch ein Fahrzeug zu holen. Lauft mal weiter nach Süden. Nach Südwest. Genau. Alles klar. Die Feinde voraus erledigt? Noch nicht alle vereinzelt, sie sind noch im Kraftwerk. Ich habe einen Lungenschuss. Bei den Sandsäcken hockt noch einer? Ja, da hab ich einen Lungenschuss. Ja, Grün übernimmt die Sandsäcke, da wo es gerade nebelt. Also ich kann keinen weiteren Feind ausmachen. Links bei den Sandsäcken ist klar. Haben wir jetzt weiteren im G-Jeep? Okay, wir kommen jetzt mit den Fahrzeugen rein ins Kraftwerk. Grün ist jetzt in dem G-Jeep. Okay, noch keiner geht auf den Turm, bis es eine Meldung gibt, dass wir da rauf dürfen. Ich meine eigentlich, dass ihr die anderen schauen sollt, dass die wieder am Leben sind, weil ihr habt ein paar Leute verloren. Haben wir Leute verloren? Meldet das mal einer durch. Grün vollzählig. Gelb vollzählig. Blau vollzählig. Rot. Rot ist tot, würde ich sagen. Einmal legt die Straße entlang Richtung Südwest.
Ja, schau mal, dass du den rettest. Der andere müsste durch den Valley Point gegangen sein. Ah, der ist für den Angriff wieder. Rettet, so wieso, was macht der Reifen? Was ist denn mit Bock? Wie ist denn der? Wo ist denn der? Der liegt da vorne, sieht, hast du kein Navi-Pad an? Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob er noch da liegt oder schon tot ist. Guck doch aufs Navi-Pad. Haben beide jetzt Munition bei deinem Gehenschieß? Ja, hab ja einen schwerverletzten Bock gefunden. Heimdall vorne, der müsste den Jeep ohne MG haben. Ohne Munition. Ah, okay. Waren noch zwei Magazine jetzt. Gut, da habe ich gerade das rein gemacht gehabt. Muss ja dann der hier sein. Kommt man überhaupt rein? Hier wird hier. Müssen wir von oben sprengen oder einfach hier unten den Scheiß ranmachen? Er hat eigentlich gesagt, dass wir da hoch müssen und den, den Tank oder was da oben ist, den sollten wir sprengen. Große Leiter mit dem Trigger wahrscheinlich. Wenn ich da gleich die Leiter hochgehe und nicht sterbe dank Armor, dann müsste es ja eigentlich 5 Minuten dauern und müsste Musik ertönen. Schlösser irgendwo geknackt werden? Aha. Also das ist glaube ich eigentlich die längste Leiter, die es in dem Spiel gibt, ja. Der Trigger ist ja vorne dran bei den Dingen, also wenn ich jetzt das hier mache. Boom. Oder... Hä? Egal. Ah, hallo. Er fängt schon wieder an, die Mission zu sabotieren. Wenn ich da vorne jetzt meinen Baum drauf tue. Nee, das geht nicht, genau, weil du musst erst eine gewisse Rotation erreichen, glaube ich. Aber es wäre so geil wie bei Battlefield mit dem komischen Bambu-Panzer-Ding da, wo du einfach in den Panzer rennst. So, Heimler, komm zurück. Max Verstappen, uns persönlich. Ja, ist Heimdall aber auch der Einzige, der ihn behandeln kann, oder? Ja, ich fahr den Jeep mal weg. Ach, der lebt ja wieder. Bock, hallo. Ich hab da was kaputt da. Ja gut, ich würde sagen, wir sind alle da. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn jetzt alle versuchen, die Leiter hochzugehen. Doch, das wird so gut funktionieren. Fehler. Oh Gott, das gibt wieder Copyright Claim. Ja, los. Ist der Plan, alle hoch oder nur ein paar zu sprengen? Sei ruhig! Die Musik genießen. Das ist so gut, ey. Die gehen mal wieder uns zurückstreiken. Und es dauert wirklich 5 Minuten, da hochzukommen. Ja, jetzt kommt der beste Geo-Schießlappe leider. Das dauert auf jeden Fall springbar immer 5 Sekunden. Ich glaube, wir hatten die Balken auch dabei, weil die reicht, glaube ich. Wir legen da alles, oder? Was haben wir einen Fallschirm? Fallschirm könnten wir da benutzen. Ja, ja, du kannst auch einen Fallschirm, nicht nur die Kante. Okay, ja. Ich kann jetzt nur keine Third Person machen, das wäre jetzt noch das Beste. Ja. Wie geht's? Kicker, sing doch mal mit. Deine Fans wollen das. Ich sing doch schon! Achso, stimmt. Eine liebliche Stimme hast du. Schlangenesser! Ein Mann wieder Talente. Ich hab's überlebt, oder? Nee, nee. Ach, oh, zum Glück. Ja. Wir haben noch ein paar Leiter. Das ist so geil. Nein, nicht 007 Maurer Matze. Das ist Metal Gear Solid! Na gut, man könnte sagen, dass der Song schon so ein bisschen Metal, so ein bisschen 007-Style ist, ja, aber nicht wirklich. Boah, da gibt's Gelände. Geh weg! Geh weg!
Was sieht aus wie Lemminge hier? Oh, ich hab die Sprengladung in 5 Sekunden gesetzt. Ups. Oh, ich dachte, da wird nicht kommen. Ja, machen wir Sprengladung. Und schaut mal, ob ihr den Metal Gear irgendwo seht. Wie viel sollen wir denn noch legen? Wie viel hast du denn jetzt? Ich hab 2 gelegt. Und 2 reichen nicht, meinst du? Was weiß ich? Ja, ach komm. Also oben eigentlich nicht, du musst unten sprengen, habe ich mal gehört. Ja, hoffentlich geht das jetzt hier nochmal genau rückwärts, der Song, wenn wir wieder runterklettern. Also ich habe meine noch dazugelegt, ich muss die ja nicht scharf machen, oder? Ja, ich mach die an meinen scharf. Ja, dann mach die an deinen scharf. Und der Rest geht schon mal runter. Jetzt musst du aber rückwärts singen, dann. Einmal zurückspulen, die Kassette. Kletter doch! Ich hab Angst. Ich kenne Arma zu gut. Klettert ihr da oben ineinander? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Aber das war schon mal eine sehr gute Sache. Jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass der Otacon irgendwie in einem Spind eingesperrt ist, beziehungsweise sich da drin versteckt hat. Der soll sich runter. Erstmal schaffen, ihr Leben runterzukommen. Oh Gott! Ich sehe nichts. Oh, fast ein Tod gerannt. Kriegst du das hin? Und warum musstest du jetzt so schnell hinterher, dass ich jetzt mit meinem Kopf in deinem Arsch stecke? Das gefällt dir, was? Ich weiß nicht, sieht auf jeden Fall komisch aus. Okay. Denn, irgendwie so. Deine Innereien, du bist irgendwie leer von innen. Ja. nicht gefühlsleer, sondern leer. Endlich sind wir eine Einheit, Bock. Oh ja. Human Centipede. Eine Abkürzung. Ah ja! Oh shit. Oh, was passiert hier? Fast unten. Es geht abwärts. Jetzt sind wir wirklich ein und dieselbe Person. Hast du schon wieder so schnell gedrückt? Ja, hast du keine Angst zu sterben? Ich sehe deine Zähne von innen. Ist das gruselig. Ich spreng das jetzt. Oh Gott! Okay. Ihr jault. So, wir sind ja nicht cool, deswegen gucken wir auf Explosionen. Ach nee, am besten noch weiter wegfahren, wa? Wir sehen ja gar nichts. Ja, wir sehen das ja nicht, wenn wir nicht weiter wegfahren. Los, aufsitzen! Ich spreng das jetzt, oder? Achso. Ah. Das ist aber unser Stammpartner. Ja. So, den Weg können wir benutzen. Wir fahren also erst Richtung Süden und dann Richtung Transformatorin. Sobald wir alle aus dem Compound raus sind, halten wir nochmal an und springen das Ding. Ja, alle draußen. Dann, ja, halten wir nochmal an hier. Ich trau's diesen Metall. Und Sprengung. Sehr schön. Null. Ah. Wow. Erfolgreich gesprengt, weiter geht's. Deswegen habe ich mich gemeldet. So, wo geht's jetzt hin? Ein tolles Feuerwerk. Der schwarzen Linie folgen. Erst Richtung Süden, dann Richtung Südwesten. Aha, ich kann durch Maximilians Rohr durchgucken. Hab ich alle ausgetrickst.
Das Rohr passt auf jeden Fall zu dir, es ist hohl. Ist deins nicht hohl? Hm? Weiß ich nicht. Er hat ihn gefüllt, oder? Oh, willst du da wirklich durchfahren? Oh. Ah, danke. Mann, warum? Hast du mich? Ein Stein! Oh, mein Kopf sogar! Oh. Ich seh halt nichts. Du bist einfach nur doof. Fahr doch da lang, wo du was siehst. Der Held gehört das Rohr in die Fresse. Stimmt doch gar nicht, so, ich muss erstmal hier gucken. Die stimmt doch gar nicht. Ja, ich bin schon dabei. Eigentlich müsste ich dich gleich erstmal umorientieren dafür. Ich kann mir nur wieder 70 fahren, weil du den Motor beschädigt hast. Nee. Du bist auf jeden Fall dicht. Siehst du gleich in den Kopf. Mit der SPG 9? Ja. Ich glaube, wenn ich vorziehe, mit der Eder killen. Vorziehe nur Z. Das ist ein eigener. Ja, wir sind ganz hinten, also passt das schon. Willst du mal was drauf schießen? Ja. Maximieren! Mach bitte die Mission nicht kaputt. Denk dran, ich will nicht geblitzt Dingsbums werden, wenn du hier geblitzt Dingsbums wirst. Jetzt. Nein, wir sehen nicht. Ja, nee, noch nicht, nee. Gerade eben habe ich noch was gesehen, aber jetzt bist du in die Senke gefahren. Lass mal links rumfahren. Lass mal komplett links rumfahren. Was schießt denn da? Granatwerfer? Ja, Granatwerfer. Das, was da rumfließt, ist ein MG. Wie ist der Status bei euch? Ja, grün im Feuerkampf mit Feinden innerhalb des Compounds. Im linken Bereich vermehrt Infanterie bei Spinnen. Lass mich mal hier raus. Ich mach den Rally Point. Halt. Bei MG. Dann schieß doch vor. Ihr könnt weiterfahren, rot. Nee, nicht. Oh fuck. Nicht begegnet. Ich hab den Schützen aus dem MG rausgeschossen. Ja, das ist ein zweiter. Ist auch bekämpft. Blau hat Fahrzeug verloren, Chris ausgefallen. Rally Point steht, feindliche Schützen zwischen den Ural-LKWs. Wäre es ein Problem, wenn die Ural-LKWs zerstört werden? Ne, wir sollen ja nur zerstören. Wäre natürlich einfacher, wenn wir die LKWs an den Transformator ranstellen. Meine Transformatoren sind auch noch Feinde. Ich bräuchte dich mal, ich hab ein kaputtes Bein. Wo bist du? Ganz rechts. Krieg ich noch.
Feind Nord-Nordwest. Okay, direkt im Jeep neben uns stehen. Einer. Hinter den großen Fabrikgebäude? Maximilian am Boden. Bankerle links von dir, Richtung Westen. Ja, ist noch aktiv. Ist bekämpft. Da siehst du körperlich aus. Naja. Ah, den müssen wir kurz dicht machen. Und da muss ich auch gleich auf AK wechseln. Leuchtspur weit links. Kannst du mich ganz kurz warten? Jung. Ja, mich war da in dem Team aus der Nase mit deinem Team ohnmächtig geschossen. Wo ist denn der nächste Sunny? Bei mir geht's gar nicht gut. Ja, Wankel und ich brauchen Sunny. Aber erstmal noch Waffe wechseln, weil ich hab nichts mehr. Heimdall, das müsstest du übernehmen. Schon dabei. Ihr könnt dann auch schon mit den Sprengladungen loslegen. Ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Transformatoren sind ja markiert. Deswegen bin ich überladen. Schüsse Nordwest. So, erstmal ein bisschen Blut. Bock, bist du bei den Sprengladungen? Negativ, ich mach Maxi wieder fit, ich habe auch keine Sprengladungen mehr. Ja, ich habe noch drei, ich kann in Kürze. Na, wer macht denn gerade? Chris macht gerade. Ich mach gerade hier. Chris, prüf mal, ob ich dich angeschossen habe. Ich glaube nicht, ja, aber meine Munition ist durchgezündet. Ja, du hast mich getroffen. Oh, kacke. Warte, ich mach mal. Eine geballte in der Mitte. Da wollen wir nicht den Rams, wollen wir, ne? Ja. Ich glaube aus West-Südwest kommt ein Medic hier angefahren. Ja, positiv. Ja. So, der erste vorne ist markiert und mehr habe ich nicht. Ich hatte nur eine. Die sehen? Der erste vorne ist markiert, sagst du. Gut, ich probiere mal die anderen. Fahrt mal die den einen LKW da noch mit ran, damit der mit hochgeht. Mach mal einen schwarzen Punkt oder ich einen hab roten. Ich habe einige Beine und Ladung platziert. Wo hast du die, wo hast du die Ladung, platziert? Die gehen ja mit hoch. Direkt vor mir, okay. In der Mitte von den Beinen.
Ich hab einen roten Punkt gemacht. Egal, wir müssen dann gleich schnell weg. Ich werde meine zwei noch aufheben. Meine zwei knallen. Heimdall, hast du ein AAT-Kit? Ich vermute nicht, ich habe nichts extra aufgenommen. Check. Okay, wir haben alles mit Sprengstoff versehen soweit, das müsste eigentlich passen. Wir sammeln uns wieder bei den Autos. Max ist verstorben. Dann ist er, wird er hinten beim Rally Point bei den Autos rauskommen. Irgendjemand von euch hat mir den Hinterkopf geschossen. Ah, Metal Gear 262. Düst da rum. Das ist genau in die Richtung, die wir wollen. Kicker, wir müssen uns wahrscheinlich so ein LKW nehmen, weil unsere Karre... Ja, jetzt aber nicht mehr wahrscheinlich. Weil unsere Karre was? Die Karre war kaputt. Wer hat denn hier vorhin den SPG 9 Uhr repariert? Der kann das wieder machen. Der Battle Gear ist schon hier bei uns. Okay. Holt mal eure Raketenwerfer raus und schießt ihm die Waffen kaputt. Sind alle aus dem Compound raus? Wir könnten warten, bis er bei den Transformatoren ist, dann können wir steuern. Könnt ihr auch warten? Ich glaube nicht, dass wir das, dass der da rauf fährt. Holt eure Raketenwerfer raus, ich zünde gleich die Sprengladung. Ja, bei mir hier rechts hat man Sicht. Okay, Sprengung erfolgt in 3 Sekunden. An dem sind alle Waffen kaputt. Zerstört? Ja, wir sitzen auf dem Rücken. Unzerstörbar, haben sie gesagt. Echt eine Herausforderung, haben sie gesagt. Ja, ist wie die Titanic. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Was denn? Jetzt kannst du dich gleich mal um mich kümmern, weil du hast mir gerade schön den Backblast verpasst. Ja, das Ding ist kaputt, also da kann man nicht mehr. Der fährt aber noch. Nee, der Motor ist kaputt. Nee, ich meine, der Battle Gear fährt noch. Grün, marschbereit. Anwaffenfeuer von West, Ost? Ja, Rot und Weiß müssen bei den anderen aufsitzen, weil unser UAZ nicht mehr fährt. Ihr müsst den Feind erstmal niederkämpfen, der kommt aus Nord und Nordost. Ja, Schütz ist bekämpft. Na dann, aufsitzen. Ich gebe noch ein Verband. Ach, das ist doch kein großes Ohr. Grün, marschbereit. Haben wir noch irgendwo ein Fahrzeug? Da der Metal Gear jetzt erstmal bekämpft ist, könnt ihr mal gucken, ob doch noch ein LKW da ist, der... Oh mein Gott, der will uns umfahren! Der fährt aber... Oh, der bewegt sich doch! Der kommt auf den Zug! Fahr doch! Fahr los! Fahr doch! Oh Gott! Hier steht der SPG 9. Wir sind erstmal außer Gefahr. Der SPG 9 Jeep ist nicht fahrbar, das ist ja das Problem gewesen.
Aber jetzt wieder nicht mehr, ihr habt Drohne bekämpft, mit der er rumfährt. Leute, ihr könnt weiterfahren, nicht stehen bleiben. Wir haben kein Fahrzeug. Und ich meinte ja auch die anderen, die eins haben. Fahr mal am Kraftwerk vorbei, ich will wissen, ob die LKWs noch existent sind. Wie weit soll man vorfahren? Na, wir müssen noch den Otterkon retten. Kannst ruhig reinfahren, aber muss aufpassen, dass es nicht kaputt... Wir prüfen mal, fahrbereit. Ja, bestimmt nicht. Oh Gott, was ist jetzt schon wieder los? Der Bett ist hier, der schießt. Ja. Nicht reinfahren! Der schießt doch hier rein! Eklat Jeep ist besetzbar. Ich soll hier doch reinfahren. Ja, aber du siehst doch, dass der gerade hingeschossen hat, dann fahr ich doch nicht dahin. Einer kommt mit Eklat Jeep zu euch. Ja, also ihr müsst jetzt da irgendwie wegkommen. Der ist ja da jetzt am Rumschießen und hat, glaube ich, die LKWs zerschossen. Und dann müsst ihr mal schauen, dass ihr jetzt da wegkommt. Wohin? Ja, wir müssen der Linie folgen, du musst weiter nach Norden. Ja, aber auf dem Eagle-Ship kommen ja auch nicht alle drauf. Weiter nach Norden. Ja. Norden ist nicht Westen. Boah, könnten wir doch erstmal genau den Ship wieder verlieren. Weiter nach Norden. Mauer. Also du musst schon ungefähr der Linie folgen, weil die geht nämlich direkt straight zum Otterkon. Ja, du musst auch nicht volle Pulle fahren, ne? Also ich meine lieber überleben als Ah, der SP9-Typ ist repariert, ja. Fahren zu euch. Weil der Bock ist schon gegen das eine oder andere gegengefahren und dann war gleich erstmal die Waffe kaputt. Okay, Kicker, ich bin direkt an dir dran. Jetzt war auch nicht der beste Fahrer. Das kann ich nicht einschätzen, deswegen bin ich so beunruhigt. Oh, Desync. Alles gut. Ja, oh, bei dir. Nee, das ist vom Server. Das hatten wir vorhin schon mal. Das sind mal alle beide. Kann der denn immer noch schießen? Da ist noch ein Metal Gear Richtung Südwesten. Oh nein. Oh, Tatsache. Oh, scheiße. Also irgendein Buddy-Team hat er gerade zerlegt. Fahr mal weiter nördlich von der Linie. Zerstört und es geht soweit gut. Und bleib nicht stehen. Wir haben noch eine Metis. Ja, wenn ihr die Möglichkeiten habt, den zu bekämpfen, dann macht das, aber wir haben momentan hier keine Möglichkeit. Ja, wo wir jetzt hinfahren, ist auch Licht. Ja, der soll ja weiter der Linie folgen, nur halt nördlich von der Linie. Alles gut. Kriegen wir hin. Wir wollen nicht den Metal Gear in die Arme fahren. Ja, das ist glaube ich gerade... Hat großes Bumm gemacht. Naja, aber ob da jetzt... Halt mal kurz an, ich will mal wissen, ob alle Waffen zerstört sind. Und nicht an die Büschen anhalten. Jetzt, der Kopf ist im Weg. Dreh dich mal ein bisschen da links. Stopp. Ja, da brennt zwar alles, aber irgendwie... Ich glaube, die oberen Waffen sind noch aktiv und die an der linken Hand wahrscheinlich auch. Also wie ich das sehe, brennt nur die rechte Seite von dem Metal Gear. Das Ding sieht aber auch aus. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Los. Zack, zack. Ja, siehst du? Fahr doch endlich! Fünfmal hab ich's gesagt. Mal Boden. Bleib bei 80. Warum fährt eigentlich Grün jetzt ohne den zweiten Mann weiter?
weil der erste überleben möchte. Ich glaube, wir haben eine Patrouille voraus. Wir fahren bis zum nächsten Objective weiter und sitzen da den Rally Point. Müsst ihr noch kurz warten. Repair war normal bei Interactions, ne? Du kannst dann über die Straße fahren, ja. Straße, Straße, Straße. Straße? Ja, damit es auch mal vorwärts geht hier. Rein. Oh Gott, alles voll! Rechts rein, rechts! Hier ist alles voller Infanterie. Den Jeep, mach den Jeep weg! Oh Gott. Fahr einfach schneller, mach dein Ding, los! Wir können hier eh nicht wirken. Ist nicht schon, der Fahrer regelt das. Alle grün. So. Jetzt sollten wir hinter uns sein. Du musst irgendwann auch wieder nach Süden, ne? Dann jetzt 12 Uhr, kleines Waldstück. Ja, hier vor der Kuppe kannst du halten, dann setzen wir erstmal einen Rally Point. Leider kann man das Fahrzeug nicht reparieren. Kannst du das reparieren? Vorhin konnten wir unseres nicht reparieren. Ja, blau und gelb sind jetzt beim Wissenschaftler angekommen und haben einen Rallypoint gesetzt. 800 Meter. Treffe ich doch niemals. Da, grün ist auch wieder da. Alles voll da vorne. Ich steig mal aus. Eieiei. Dass wir da durchgekommen sind. Die sich gegenseitig ab. Oh, no! Flieht, ihr Narren! Konrad, hörst du mit? Wir dringen direkt in den Compound ein und suchen den Wissenschaftler. Wir müssen vielleicht den Rally Point neu setzen, weil der wird jetzt beschossen. Ja, tu ich. Unser Auto ist wieder kaputt. Hab den Rally Point nachgezogen. Bock, du fährst. Als ob du noch lebst. Ist nicht mein erstes Rodeo, Kiddo. Nee, hast ja genug Übung gehabt und etliche Male irgendwo gegengefahren. Ja, er ist direkt wieder gegen die Mauer gefahren. Ich hab hier geparkt, das ist teilgedeckte Stellung. Wir haben da Schützen rechts bei den blauen Häusern. Du würdest lieber mal eine teilgedeckte Stellung gegen den Metal Gear finden, der nämlich anrückt. Dem ziehe ich die Hosen stramm. Ich glaube, da ist ein feindlicher Richtung West, der rennt den Hügel hoch. Ein feindlicher? Steht ein Wotnik mit dem K, also nicht mit dem K, mit dem G, so der Kommando Wotnik. Ein Feind bekämpft auf Hügel West. Schütze Kommando Wotnik bekämpft. Wir waren im Hoteleingang. Ich glaube, der Wotnik fährt jetzt. Ja, Kommando wird gefährt. Da sind nochmal 2-3 Mann hier, die sind gut. Koko, wir gehen erstmal links, machen den Abgeschoss. Ja, ich weiß.
Der will mich überfahren! Oh nee. Akustisch Kontakt Südost. Wankerle Status? Ja, wir sind Richtung Süden im Untergeschoss. Ich gehe nach oben. Schießen schon auf mich, sehr gut. Sunny. Und ich hab den Bot nicht erobert. Oh, grün ist noch ein Geschoss weiter unten. Da kommt ein UAZ angefahren, das ist unser. Jo. Letztes Geschoss hier müssen wir noch festfahren. Erstes Untergeschoss. Oh, komm schützen. Keller und erstes Untergeschoss frei. Ihr habt Schützen südlich. Oh Gott. Obergeschoss ist frei. Gekasch noch eins oberhalb? Wiederholen? Wollte wissen, ob du noch eins oberhalb hast, aber nee, ist nicht. Nee. Feindliche Schützen Süd-Süd-Ost. Hinter der Mauer hat er sich weggerollt. Feindlicher Schütze bekämpft. Ja, dann muss er irgendwo in diesen Häusern drin sein. So ein Ding aus Nordwest angefahren. Nee, das bin ich. Okay. Ja, gut. Wenn eventuell noch feindliche Schützen ja. Richtung West. Ansonsten sehe ich erstmal keinen. Wir gehen weiter an die nächsten Gebäude sichern und den Wissenschaftler suchen. Sputnik. Kommen wir hier raus? Wir müssen eins runter, oder? Hier geht's auf jeden Fall raus. Was sind lang links angelehnt? Grün nimmt die linke Häuserreihe. Was ist mit den einzelnen Gebäuden hier unten? Einer hat das Hotel betreten, hab ihn bekämpft. Eventuell noch einer im Hotel. Einer bekämpft im Hotel. Anker am Boden. Ich jag mal den Metal hier. Koko, wo ist Wankerle? Bei mir auf der Position, wir sind beim Hotel. Das ganze Ding ist ein Hotel. Ihr seid doch bei den Häuserblocks auf der Straße. Direkt westlich an den ersten Gebäude dran, vom Hotel. Check. Ja, ist alles halb so wild, kleiner Kopfschuss, mir geht's irgendwie gut. Ich habe gerade die ganzen kleinen Gebäude unterhalb durch, die sind gesichert. Wir machen weiter südliche Häuserreihe, grün.
Meine rechte Reife hat sich einfach wieder auf Peace Bruder ist geplatzt. Okay, können wir auch schlagen? Rein. Ich mache Untergeschoss. Mach Obergeschoss. Unten links frei. Na Tom, wir werden sehen, in welchem Haus der ist. Unten rechts frei. Na, im hintersten. Müssen auf jeden Fall alle sichern, weil wir ja nicht wissen, wo. Ja, macht irgendwie die Häuserreihe oben? Ich denke momentan nicht. Doch, mach einer. Auf. Einer ist oben. Die äußere Häuserreihe ist auch safe. Was ist die äußere Häuserreihe? Wahrscheinlich die nördliche. Links frei. Und rechts frei. Links frei. Rechts frei. Gut, ich mach unten. Komm jetzt so. Weiter. Wenn ich es schaffe, nach unten reinzugehen. Ich glaube, ich hab'n, wenn der Power ist. Ach nee. Ja, ich hab'n. Wo hast du ihn genau? Markiere ich auf Karte. Beim Infanteriezeichen. Okay, wir kommen zu dir. Kicker, du steckst im Boden. Ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Okay, Koko. Ja. Da ist er. Wo? Hinter der Spinte versteckt. Hinter oder? Ah. Hinter. Ja. Tatsache. Ist das geil. So, erstmal auf der Schulter klopfen. Hier, Otacon, hast du gut gemacht. Hallo? Ja. Ist hier jemand? Soll ich dich losmachen oder pinkelst du ja, dich dann ein? Kann nichts versprechen. Kommst du hier raus? Irgendwie schon. Okay, wir gehen mal nach draußen, da ist mehr Licht. Ja. Hättest du ja wenigstens einen weißen Kittel anziehen können. Ja, wenn du mir einen in den Armer rein machst, gerne. Gibt's doch. Ich hab keinen gefunden. Okay, gut. Egal. Den haben sie mir geklaut, den weißen Kittel. Der private Otacon. Ja, hattet ihr... Ich nehme an, ihr habt schon Bekanntschaft gemacht mit den neuen Metal Gears. Ja, wir haben auch schon einen zerstört und einen angeschossen. Ja, zerstört, ich meine, war der komplett kaputt oder ist der noch gestanden? Weil solange er noch steht, kann er repariert werden. Gut, davon gehen wir aus, aber zumindest konnte er nicht mehr kämpfen. Gut, weil ich kann euch jetzt verraten, wie ihr sie komplett zerstören könnt. Na, dann leg mal los. Es gibt so eine Militärbasis hier in der Nähe. Die sollte, wir sind ja hier in diesem komischen Ferienresort. Die sollte östlich von uns hier sein. Da sollten zwei Werfer mindestens in dieser Militärbasis sein. Wenn ihr mit diesen Werfern quasi die Beine trefft, gibt's dann einen Punkt, wenn ihr die trefft, dann könnt ihr die komplett zerstören. Aber ihr müsst halt die Werfer dafür verwenden. Alles andere ist da nicht effektiv dagegen. Welcher Punkt an den Beinen ist das? Das müsste das rechte Bein, also wenn ihr drauf schaut, das rechte Bein ungefähr auf Kniehöhe sein. Kniehöhe, rechtes Bein, okay. Ja. Gut, du kommst hier alleine weg?
Ich komme hier alleine weg, alles gut. Ich werde mir irgendwo ein Funkgerät besorgen und schauen, dass ich jemanden erreiche. Alles gut. Okay. Perfekt. Dann danke für die Rettung, Jungs. Ja, bitte gerne. Alle mal auf die Karte schauen. Wir haben ein neues Ziel. Die Metal Gears können nur zerstört werden, wenn man am rechten Bein das Knie trifft. Und dazu brauchen wir zwei Werfer, oder mindestens zwei Werfer sollten im Militärgelände markiert östlich von uns oder ostwärts von uns sein. Das heißt, wir rennen da jetzt hin, beziehungsweise fahren da hin und nehmen das ein. Okay. Roko, komm ran. Los geht's. Da steht ein MG-Jeep runter. Da steht ein Fahrzeug oben drin. Aber gut, dass das keinen interessiert. Jetzt mit über 50 Kilo darüber rennen. Ich hab doch gesagt, wir steigen in unsere Autos. Ja, unser Auto steht wahrscheinlich genauso weit weg, oder? Nee, eigentlich nicht. Wo ist jetzt der tolle Wodnik, der gekapert wurde? Weiß nicht, ich glaube Maximilian macht sein Ding. Ja. Weil da würden die meisten von uns reinpassen. Ah, da steht doch. Aber ich weiß nicht, ob wir den Beschuss von Metal Gear überstehen in dem Wodnik. Weißt du, wo ist es besser? Schaut mal, ob ihr da auf dem Wodnik aufsitzen könnt, der ist wenigstens gepanzert. Es leuchtet blau. Nein, noch ein Toter. Ist jemand nicht aufgesessen? Ja, Maxi macht irgendwie sein eigenes Ding. Ja. Ja, lass uns mal zur Basis fahren, müssen aber dann auf den nächsten Hügel erstmal schauen, wie es da aussieht. Soll ich mal den German Petapenko rauswerfen? Wo willst du hinfahren? Was willst du machen? Wir haben da noch einen toten Schütze drin, falls wir noch einen zweiten Schütze. Dann sag das doch und nicht irgendwas mit Peter Peng. So, fahr doch erstmal los jetzt hier. Wo soll ich denn hinfahren? Na, wir müssen nach Osten zu der Militärbasis, deswegen fährst du erstmal nach Osten auf den nächsten Hügel, dass wir uns die Militärbasis angucken können. Ich werde nicht viel sehen, weil ich die olle Luke davor habe, aber... So, reicht schon. Kannst mal, halt mal an. Ja, halt mal an jetzt. Soll schon passieren? Ihr hattet ja noch ein Fahrzeug gesehen, ne? Was war denn das für ein Fahrzeug? Ja, unter der Base steht ein MG-Jeep und oben in der Basis steht irgendwas mit vier Achsen. Okay, sitzt erstmal alle ab, es kommen jede Menge Infanteristen auf uns zu. Steht ein BTR oben in der Base. Welche Richtung? Richtung Ost, jede Menge Infanteristen und Fahrzeuge im Zwischengelände. Alles ein bisschen weit zu bekämpfen. Ich würde die lieber von hier versuchen zu bekämpfen, die Infanteristen, als später, wenn sie nah dran sind. Weil ich kein Visier habe ohne mich, aber ich buddel hier mal was. Wenn ich hier buddeln könnte. Das macht er nämlich nicht. Was noch kein Visier? Ja, buddeln ist hier nicht.
Naja, den Airstrike kann ich ja behandeln. Nehme ich gerne an. Ist viel kaputt? Oh ja. Reicht nicht mehr. Immer schön, wenn du neben mir stehst. Als Hack-MG ist benutzbar. Den kann man auch noch reparieren. Ich schätze mal, dass beim Front-MG ein Toter liegt. Versucht mal irgendwann hier auszuladen. Ich glaube, deshalb kommt man da nicht hin. Hab ich schon geschaut, aber nichts gefunden. Ich habe einen Toten rausgeworfen beim Front-MG. Kann sein, dass es trotzdem nicht funktioniert. Wieso steht da eine random Drohne irgendwo im Nirgendwo? Direkt vor uns, Infanterie. Nahbereich, Ost. Einer bekämpft, Ost. Ich weiß nicht genau, ob die Treffer auf den MG-Jeep liegen. Die scheinen mir ein bisschen zu tief zu sein. Ich sehe einfach nichts. Das merkt man. Ja, das war auf jeden Fall zu hoch. Ich verschwende hier nochmal jetzt. Jetzt hast du den Fahrer getroffen auf jeden Fall. Ich schieße auf einen random Infanteristen. Ja, irgendeiner von uns schießt ja auf den UAZ. Ja, jetzt bin ich mit dem großen MG. Aber der ist, glaube ich, abgesessen. Ja, ist jetzt abgesessen. Aber wir haben auf jeden Fall zwei BTRs da im Gebiet. Ich denke mal, wir werden aber trotzdem jetzt weiter vorfahren, weil die anderen Schützen da auf 600 Meter, die kriegen wir nicht. Obwohl. Da fährt gerade noch ein anderer Jeep rum. Ich glaube, SPG 9. Nee. Oh Gott, der macht erstmal ein paar Sprünge. Ich glaube, da ist eine Grammar war drauf. Gut, lasst uns erstmal aufsitzen und dann geht's weiter. Ich habe übrigens zu den Osten habe ich eine Militärbasis gesehen, da war Van Heinz drin. Ja, die habe ich auch gerade gesehen. Also das Heck-MG kann natürlich nur nach hinten schießen. Nee. Ja, ich sag's lieber nochmal. Captain Obvious ist wieder am Steuer. Ja, bevor ich gleich wirk. Wo geht's jetzt hin? Weiter Richtung Basis, wir müssen näher rankommen, um die einzelnen Schützen zu bekämpfen. Könnt ihr auch gerne mit den MGs machen, wenn ihr die trefft. Ihr müsst nur aufpassen, dass wir nicht die Aufmerksamkeit von den BTRs auf uns richten. Hat jemand noch Panzerabwehrwaffen? Ja. Ne, PG-18. Bisschen ist auch im Fahrzeug. Ich hab auch ich bin verletzt, Spiel. Warum? Weil wir gerade irgendwas gerammt haben. Wer ist denn der Fahrer? Bock. Peinliches Schweigen. Das werden wir noch rauskriegen. Ich sag ja Bock raus. Das war richtiger Bockmist gerade. Ja, wer nichts macht, der macht auch nichts falsch, ne Kicker. Ich hab schon viel falsch gemacht heute. So. Da ist auch jetzt so gestellt, dass du den Heck irgendwie auch irgendwo hinschießen kann. Ja. Ich kann halt das nicht ist ein BTR-80 in der Basis, nur zur Info, nicht, dass ihr jetzt da reinfahrt. Heimdall, bist du noch hier? Kannst du mir mal helfen? Ja, ich bin hier dabei, ich lege gerade die Passagiere oben nach unten durch. Ja, danke. Sag mir mal, wo du hinfahren. Also ich sehe halt nach hinten nichts. Ja, warte, weiter, stopp! Okay. Ist das ein eigener, ist das ein Feind? Ein eigener Feind. Ja, da inzwischen alle mit RPGs und sonstigen rumrennen.
Also wir sitzen alle hinten drin. Nee, nee, bis auf einer. Ich glaube, Maximilian ist da losgerannt und macht Maximilian Dinge. Er ist halt ein richtiger Liquid Snake. Der wird gleich liquidiert. Ein liquidierter Snake. Ein Camp, was ich sehen kann? Okay, da fahren wir jetzt an die Basis. Bevor Maxi da ist. Der ist gleich da. Alles glaube ich schon da, ja. Na, ja, vielleicht erwischt ihn ja ein BTR. Oder ein Bombeck. Gezündet von wem? Oder ein Metal Gear. Auch möglich. Ja, hat er markiert. Na, guck an. Rollt einfach drüber. Sturmfahrt bis an die Ja, Mauer. Das müsste doch schon reichen, oder? Nicht auf mich! Mensch, Maximilian, bist du schon vorne? MG direkt vor uns. Oh Gott, das will ich! Raus hier! Der Motor ist kaputt! Oh, den MG-Schützen bekämpft, euch bekämpft. BTR direkt bei uns Nord. Oh nein, nicht vor mir. Enrico am Boden. Ich könnte ja auch ganz gut mal einen Sanier gebrauchen. Ja. Ja, ich glaube, das sehen die schon, wenn sie den Stream gucken, aber ich glaube, die haben auch gerade alle Hände voll zu tun. Lebt noch jemand? Ja, ist ganz gut, Chris. So, ist das wieder am Boden, oder was? Nee, die leben noch. Ja, aber sie sind am Boden. Können wir versuchen, die Sunnis hochzuholen? Okay, bei mir kommt einer um die Ecke, kann sein, dass ich am Boden bin. Mal gucken, ob mich noch jemand hier irgendwie rettet. Aber ich befürchte, das wird nix.
Schön, dass mal eine gelangt. Ich bin ja schon wach, ist ja gut. Nee, warte mal. Bin ich jetzt wundersamerweise wach geworden? Ich dachte, ich kann mich auf meine Kameraden verlassen, aber Gott ist der Einzige, der mir hilft. Ist das jetzt ein Feind oder nicht? Nicht schon wieder, hau ab! Ich bin übrigens wieder wach. Sehr schnell ist wirklich Rally Point. Wir kommen jetzt gerade mit Fahrzeug nach. Das ist eine sehr gute Idee, der Rally Point kommt. Nein, von hinten. Oh. Also der Metal Gear steht da auch schon wieder in den Startlöchern und ich glaube nicht, dass ich hier irgendjemandem helfen kann. Ja, wir kommen doch nicht mit dem Auto, dauert noch ein bisschen. Um Gottes Willen. Er ist hier der Metal Gear. Hallo. Wissen wir ungefähr, wo die Explosionsdinger sind? Ich meine die Raketenwerfer. Also da wir hier noch nicht weiter als zum Eingang gekommen sind, kann ich dir das nicht sagen. Ich bin in der oberen Basis. Ja, das habe ich schon gesehen, dass du wieder dein Ding machst. Ich nehme mal an, in dem großen Turm könnte was sein. Warst du da schon drin? Ja, bei mir in dem Gebäude, wo ich jetzt drin bin, ist oben einer. Warum? Schon wieder hinter mir? Das fährt der BTR, aber der hat keinen Schützen. Oh Gott, was habe ich denn hier jetzt schon wieder alles? Bock, mir geht's nicht gut. Ja. Lass mich raten, okay, den anderen auch nicht. Gefunden. Die waren in dem Raum, wo ich drin war, aber der Schütze hier oben hat mich bekämpft. Ja, Coco, dem geht's auch gar nicht gut. Dem Coco? Mhm. So, der Schon wieder? Nein. Ist ein eigener, oder? Sag doch, dass du keinen Schalldämpfer hast. Also der Werfer war da oben in dem Bunker, wo ich drin war, aber da steht ein Schütze oben auf dem Dach, der hat mich erwischt. Zwei Werfer oder nur einer? Zwei Werfer. Ich hab nicht genau was, das waren so stationäre Werfer. Ja, die müssen wir dann auch gleich benutzen, um den Metal Gear ins Knie zu schießen. Oh nein! Warum? Warum habe ich es überhaupt probiert? Ich konnte ja eh nicht treffen.
Hätte von euch einer rum? Ja, Torben, reib's mir rein in die Wunde. Dreimal schon am Boden. Nicht mehr rum. Oh, Kicker am Boden. So, was hat denn der Gute? Oh, kann man dir noch helfen? Du kannst mal, hast du ein BVM wahrscheinlich nicht, ne? Kommt ihr jetzt zu mir in den Turm, damit wir die Metal Gears bekämpfen können? Wirklich. Okay. So. Jetzt kotzt der hier nur rum. Oh Mann. Das ist meine Deckung hier. Der Gute mal ein bisschen Blut. Na. Dann schauen wir doch mal, das sieht doch ganz gut aus hier. Mann, Kicker, hör auf zu kotzen. Ich mach gar nichts. Kicker am Boden. Mhm. Die versammeln sich jetzt schon um mich herum, um mich umzuorientieren. Quasi eine Massenumorientierung. Maxi, in welchem Turm bist du genau? Die aber auch einander nicht auf den Funk antworten, ja? Die könnten ja schon dreimal fertig sein, aber funkt einer und keiner antwortet. Der hat dich gesehen. Dieses Rumgekotze von den Typen. Oh, herrlich. Gibt von euch einer mit dem BT herum? Also Richtung Osten hinter der Mauer ist noch ein BT, wo ich jetzt stehe. Aber der hat keinen Schützen. BADM. Der BADM, so ein Kommando BADM halt. Ja, ich schau mal, ob ich den kriege. Ich habe einen Raketenwerfer auf dem Rücken. Wir haben auch noch einen Schützen in Richtung Norden.
Welches Knie müssen wir jetzt direkt schießen? Rechtes Knie ist es vor. Es gibt ja mittlerweile Bauch. Negativ. Also Konrad hat vorhin gesagt, das rechte Knie. Richtung 200 ist das Ding. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich hoffe, ihr habt die Metal Gear in Sicht. Ja, und sein linkes Knie ist kaputt. Ah ja, es geht ja schon wieder verkehrt. Solltet doch auf das rechte Knie schießen. Ja, guck Richtung Südwesten. Ah, arrow to the knee. Oh. Spektakulär. Die ganzen Trümmer. Ist das nur noch der eine oder hatten wir noch einen Metal Gear? Also bis jetzt war es nur der eine. Und die Waffe kann man nachladen oder nicht? Ja, das, die hat ja 3-4 also Raketen drin gehabt. Insgesamt 6 Schuss hat die. Wie sieht's denn hier aus mit dem Foxhound Oberkommando? 195, nächster. Koko, schießt du mal. Also linkes Knie von hier aus, also quasi das, was du siehst, ist das linke. Ja, weil das ist von seiner Richtung aus das rechte. Das sieht aber auch aus wie ein richtiger Transformer. Den bräuchten wir nochmal als Nahaufnahme. Bam! Oh Gott, wie alles auseinanderfliegt. Michael Bay Mission hier. Silvester. Wo ist einer? Er hat Silvester gesagt und nicht irgendeine Richtung. Ich hab Südwest einer verstanden. Dicker. Ja. Ich hab auch eine freundliche Version von dem. Ich kann dir den hier hinstellen zum Anschauen. Ja, wenn wir jetzt gleich Übungsende machen, dann würde ich mir den gerne noch einmal anschauen, ja. Dann mache ich Übungsende. So, ich glaube, wir haben es geschafft hier. Der Otacon ist gerettet, die beiden Metal Gears sind zerstört und jetzt haben wir es quasi geschafft. Alle haben nur auf mich gewartet, dass ich endlich wieder wach werde, damit ich mir das angucken kann. Das ist schon mal super. Ich mach mal hier Übungsende. Aber wir gucken uns gleich nochmal den Metal Gear von nahen an. Also Konrad so eine Mühe gegeben hat, das Ding zu bauen. Nachdem er da so eine erste Version gebaut hatte. Oh, da ist er. Oh Gott, er explodiert! Ja, hat das gut funktioniert. Das war, glaube ich, nicht gewollt. Oh Gott, es lag. Ja, das war keine freundliche Version.
erstmal wieder tot. Das war eine ziemlich unfreundliche Version. Nein, Kicker, dich kann ich nicht mehr retten, sorry. Da steht noch einer. Snake? Ja, alle. Snake! Da auch noch welche gedroppt, aber die explodieren alle. Zum vierten Mal. Digga, respawn, dich kann man nicht mehr retten. Ach man, ey. Da ist noch einer Richtung ein. Ah ja. Sehr schön. Also ich finde jetzt nicht, dass der besonders freundlich war. Also Richtung 178 ist einer, der steht da nur, also der ist nicht explodiert, der steht im in der Salzwüste. Ich kicke ich statt 10 Zentimeter neben dir, mir ist nichts passiert, ich hatte einfach aus dem Leben gefetzt. Ja, gut, der Leckler. 178, ich sehe keinen. Direkt Richtung Süden, in der Salzwüste steht er, der ist ziemlich weit weg. Ja, ich glaube, wir werden auch sogar hin teleportiert, wenn ich's richtig gesehen habe. Wow, wow, wow. Guckt ihn euch an, was für ein Meisterwerk. Der sieht wirklich aus. Das sah alles LKWs. Jetzt kann man den streicheln? Ich hab ihn nicht auch schon gefragt, was das kann man auf Tag schalten? Ah, es sieht richtig gut aus. Es fehlt wirklich nur die Railgun für die Atomrakete und das komische Radar. Der hat halt normale Arme. Aber ansonsten, das sieht ja richtig gut aus. Was sind denn das? U-Boote? Schnellboote. Schnellboote. Wie geil. Was hat er denn da noch an Waffen drauf? Konrad, kannst du noch einmal Tag machen, damit man das besser sieht? Wollen wir vielleicht auch teleportieren? Weil mich hat man zurückgelassen. Das ist auch richtig so. Das ist deine Strafe für alles, was du getan hast. Ich schieß gleich mit der Mails drauf. Ja, 9 Stunden später. Er hat dieses Zeitüberspringen genommen. Das ist super. Das war doch nochmal der beste Metal Gear, den ich je gesehen habe. Also bei Nachtzahl wird Honiger aus. Hammer. Richtig gut. In Perfektion, würde ich sagen. Alles klar. Gut, das so war's dann. Mit Erste-Hilfe-Kasten, Abschleppseil. Das war's für heute, Leute. Ihr könnt vom Server gehen. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen oft am Boden lag zum Schluss. Ja, hat er wirklich richtig gut gemacht. Also, nochmal selbst übertroffen. Dann, ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Feiertag für die, die einen Feiertag hatten. Konrad ja nicht. Der ist nicht im selben Land wie wir. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Freitag und so weiter. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Na dann, bis dann.